Morgen. Es ist Zeit für ein neues Video, habe ich mir gedacht. Es ist jetzt gleich 7:30. Ich wollte eigentlich früher raus, aber die Sonne geht erst um 7:15 auf. Da hinten könnt ihr es sehen vielleicht. Und das ist zum Filmen dann nicht so gut, wenn es zu dunkel ist. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Isa. Da werde ich jetzt Frühstück machen. Ich werde einen Kaffee machen, selber kochen am Feuer und Stockbrot machen. Das zeige ich euch dann. Jetzt fahre ich erstmal dahin und dann sammle ich Holz. Ist richtig ruhig in der Brühe. Bis gleich. Ich bin noch nicht am Ziel, aber das wollte ich euch eben zeigen. Wie geil das aussieht in der Brühe mit dem Nebel. Ich bin ein bisschen erkältet, man hört das noch ein wenig. Das wird besser. Ich habe jetzt eine Kiesbank gefunden nach fast 30 Kilometer fahren. Ist aber ein bisschen dumm, weil die Isar viel Wasser trägt. Aber ich habe jetzt eine gefunden hier in der Nähe von der Volkmannsdorfer Au da hinten. Jetzt habe ich schon ein bisschen Holz gesammelt. Und hier sind Holzkohlestücke. Die nehme ich noch mit von anderen Feuerstellen. Die liegen hier überall rum. Die haben die wohl verteilt. Die nehme ich natürlich her, weil die richtig gut sind. Ist noch mehr Holzkohle. Hier ist eine alte Feuerstelle. Und hier noch die Holzkohle mit. So, mal gucken, ob das mit dem Brot klappt. Ich wollte eigentlich ein anderes Rezept machen, aber ich habe gestern vergessen, Weißbier zu organisieren. Es gibt nämlich ein simples Rezept. Da nimmt man nur das Mehl mit in den Beutel, in den Zipbeutel, den man verschließen kann. Dann gibt man vor Ort einfach Weißbier rein, schüttelt den Beutel, dann können wir das direkt im Beutel kneten, ohne den zu öffnen praktisch. Lässt kurz liegen, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Dann ist das schon fertig. Durch die Hefe im Weißbier funktioniert das ganz gut. Da ich es gestern vergessen habe, habe ich gestern Abend zu Hause den Teig vorgemacht, ganz normal, mit richtiger Hefe und Mehl. Und dann werden wir das versuchen. Und einen Kaffee brauche ich dann jetzt gleich. Das ist nämlich minus 2 Grad. Gestern Abend hieß es, es hat 8 Grad, jetzt ist es minus 2. Da muss man immer improvisieren. Genau wie mit der Kiesbank. Ich habe gedacht, ich muss da 5, 6, 7 Kilometer fahren, dann habe ich eine, aber sind dann noch 30 geworden. Und die muss ich auch wieder zurück. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal zu der anderen Stelle und holen uns das Stück Kohle noch. Damit ich länger Glut habe, dass ich zumindest was reinstellen kann. Schöne Feuerstelle. Vielleicht mache ich meine auch so schön. Ein paar große Steine suchen. So, ich habe mal Wasser dazu geschüttet, dass es kochen kann. Ich kann nämlich den Kaffee jetzt dann ganz drin. Selbstgeschnitzter Löffel natürlich. Einen schönen starken Kaffee. Thank you.
so ein bisschen. Jetzt muss ich noch ein Stock fürs Brot holen schnell. Stimmt, habe ich voll vergessen. Das mache ich jetzt. Ich habe jetzt den Teig hier rumgewickelt um den Stock. Den habe ich vorher entrinnet und kurz übers Feuer gehalten. Und dann improvisieren wir mal. Stockbrot. Probiere ich auch zum ersten Mal aus. Das Kaffeewasser ist auch gleich heiß. Es kocht gleich. Mit Kaffee und Brot zum Frühstück, sehr schön. Ein Traum. Keine Ahnung, wie lange das Brot dauert, das wird eine Weile dauern. Das schalte ich gleich nochmal ein. So, lecker Kaffee. Hat schon mal geklappt. Ich muss nur das Brot fertig machen und das klappt auch. Das lasse ich noch ein bisschen runterbrennen, dass ich mehr Glut habe. Ja, ich habe schon länger kein Video mehr gemacht. Im Winter gar keins. Ich hatte viel zu tun und viel zu organisieren und auch keine Lust bei der Kälte rauszugehen. Ich hatte zwei Videos gesehen, wo die draußen waren und übernachtet haben. Das habe ich auch geplant gehabt. Aber ich habe keinen Winterschlafsack. Und die waren mir zu teuer und dann habe ich sie erstmal gelassen. Und nächstes Jahr dann im Winter bestimmt. Jetzt dann noch nicht. Aber jetzt ist es wieder schön, jetzt wird es wieder wärmer. Jetzt haben wir 6 Grad, die Temperatur steigt. Das ist angenehm. Ich habe jetzt das Feuer hier klein gehalten, weil ich bin in der Nähe von einem bewohnten Gebiet. Da muss man das nicht provozieren. Da das die einzige Kiesbank war, weit und breit, die ich gefunden habe, in 30 Kilometern. Ich werde die jetzt benutzt. Ja, dann schauen wir, ob das Brot noch was wird. Es wird bestimmt. Dreck sieht ja gut aus. Zwei Teile Mehl, ein Teil lauwarmes Wasser und Hefe. Die Hefe vorher im lauwarmen Wasser aufgelöst, bisschen Salz dran. Ja, ein einfaches Rezept. Das ist dasselbe Rezept wie der Pizzateig. Eine Nacht ruhen lassen im Kühlschrank. Ein bisschen vorformen die Portion und dann kann man den, der klebt dann auch nicht an der Hand, den kann man dann super verarbeiten. Kann man drehen und formen, wie man will. Der klebt einfach nicht fest irgendwo. Das ist super. Außer am Stock, da wo er soll. Ich habe noch mehr Teig mit, aber mir reicht das. Ich mache jetzt nur eins. Ja, es wird schon braun. Ich habe das Feuer auch jetzt so genau, das Holz genau so gesammelt, dass mir das genau reicht, um einmal Wasser zu kochen und hier ein Brot fertig zu machen. Dann mache ich es auch aus. Dann ja, ich habe richtig Glück mit dem Wetter heute. Die letzten Tage war es nicht so schön. Und heute geht es eigentlich. Ja, Feuer habe ich auch gleich angekriegt. Ich habe Watte und Vaseline benutzt zum Starten. Das geht ziemlich schnell dann. Also mit dem Feuerstarter ohne Feuerzeug. Ich habe zwar Feuerzeug dabei für Notfall, aber benutze es nicht, wenn es nicht sein muss. Der Feuerstarter tut's. Ich hätte es auch anders starten können mit Birkenrinde oder irgendwas auch immer, aber ich habe jetzt, wollte jetzt ja nicht lange rumsuchen. Da hier auch wenig Birken stehen an der Isar, ist das nicht so. Genau. Ein paar Holzspäne, die ich vorher geschnitzt habe, Stock weg. Die trocken waren, sonst das Kernholz innen. Kriegt man das Feuer relativ schnell an. Das Brot fertig werden. Das Stockbrot wird langsam, wie ihr seht. Dauert nicht mal lange, 5 Minuten vielleicht. Dann kann ich es zu meinem Kaffee genießen. Für den ersten Versuch ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Kann man lassen. Kann man essen bestimmt. Jetzt habe ich genug Glut da unten drin. Kann ich nicht sehen. Vielleicht so. Genau.
Ich brauche einen neuen Rucksack, der steht da drüben. Organisiert als Tagespack, weil der Trekking-Rucksack, der war mir zu groß, der andere war zu klein und der ist genau richtig. Genau. Den Kochbehälter habe ich auch neu, der steht da unten von Stanley. Den muss ich nachher noch sauber machen, wieder ein bisschen. Einfach mit Natron und Wasser. Dann ist der wieder blitzeblank. Lecker Brot. So, Mission gelungen. Ich habe lecker Brot und Kaffee. Guck mal. Sehen. So, das war's mit dem heutigen Video. Ich habe, glaube ich, nur ein kurzes Video gemacht, aber ich wollte wieder eins machen, dass wieder eins hochgeladen ist. Und es war ein schöner Ausflug Samstagvormittag, Samstag heute übrigens. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt wieder heimfahren, hier, keine Ahnung, Stunde, anderthalb. Und dann werde ich den restlichen Tag genießen. Macht's gut.